Sehr geehrte Damen und Herren, hier auf so einem Stick könnten Millionen von Daten von Europäern gespeichert werden. Wer wen angerufen hat, wann welche SMS geschickt worden ist. Dieses millionenfache, anlasslose Sammeln von Daten von unbescholtenen Bürgern hat jetzt Gott sei Dank ein Ende. Und die Vorratsdatenspeicherung stellt jeden Einzelnen von uns unter Generalverdacht. Das kann doch nicht sein. Und ich muss auch ganz klar sagen, ich fordere die Kommission auf, sich bei den Europäerinnen und Europäern zu entschuldigen. Genau dafür, dass sie eben jahrelang geschnüffelt und überwacht haben, was einfach nicht sein kann bei diesen ganz normalen, unbescholtenen Bürgerinnen und Bürgern. Und was noch viel schockierender ist, ist, dass es die Tinte unter diesem EuGH-Urteil noch nicht einmal trocken ist. Und der Kollege von den Konservativen, Herr Weber, heute schon wieder fordert, wir brauchen einen neuen Richtlinienentwurf von der Kommission zur Vorratsdatenspeicherung. Es ist unglaublich, wie Sie Bürgerrechte mit Füßen treten, Herr Weber. Es kann nicht sein. Und Sie können uns auch keine Angst mehr machen mit Kriminalität und Terror. Deutschland ist das beste Beispiel. Die ehemalige Bundesjustizministerin von der FDP, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, hat es verhindert, dass in Deutschland die Vorratsdatenspeicherung eingeführt worden ist. Und die Polizei hat wunderbare Arbeit geleistet. Im Gegenteil, es ist schon fast ein Hohn, der Polizei zu unterstellen, sie bräuchte die Vorratsdatenspeicherung, um die Bürger zu schützen. Nein, wir brauchen keine Vorratsdatenspeicherung, weder national noch europäisch.